Ich hab hier gar keine Dings hier mehr. Was? Das, was das, was die Ausdauer erhöht. Er hat sich hier oben, guck mal, Torhall. Steh ich. Der hat sich da oben war, wo ich hingucke, auf den Hügel. Und hat hier runter reingeguckt. Also, er hat auf jeden Fall ausgespäht, ne? Ja, und macht jeder. Mach ich auch. Was? Ich mach das nicht. Ich geh gleich immer rein. Warte mal, jetzt können wir eigentlich umrüsten. Weil wir brauchen ja Axt und Schaufel nicht. Nehme ich lieber noch ein Schild. Axt und Schaufel brauchen wir nicht. Ja, richtig, hast du recht. Ja, vorerst jedenfalls. Bloß falls einer mit dem Pferd kommt, kann ich kurz hier meinen Schump rausziehen. Und sein Richtig. Pferd abschlachten. Gut. Und ansonsten, zack. Zack. Axt und Schild. Richtig. Gib ihm. Irgendwie kriege ich Hunger. Dann ess doch was. In echt. Ach so. Nee, ich hole gleich so eine Knackwurst. Knackwurst? Wurst? Ich hole die von jetzt. Mit einem Brötchen. Was für ein Brötchen? So ein gekörntes Brötchen. Du kannst was die Gegend ab hier. Das ist genauso. Du kennst meine Seite, ne? Mhm. Da spielen wir ja auch gerne immer hier Dings mit Credit, ne? Mhm. Und jetzt sind wir momentan mit 5 Leuten drauf, also mein Bruder und seine ganze Familie. Und also mit deiner ja, wir haben Familie. Richtig. Und wir haben so einen ukrainischen Server haben wir, ne? Da geht's richtig böse ab, du. Die schleichen auch. Oh, hier so viel. Oh, Alter, guck mal hier, du. Komm mal lieber nach hier hinten, hier hinten. Da hat zwei Altbäume, was ist das denn hier? Da waren wir doch gerade eben schon, haben es festgestellt. Aber links, rechts liegen auch noch welche. Links ja, und rechts. Hier ist weiter hinten, am weitesten hinten, den will ich als erstes. Braucht man nachher nicht so weit laufen. Falls wir doch nochmal im Dunkeln hierher müssen. Oh ja. Dann müssen wir nicht so weit dann in den dunklen, dunklen Wald. Richtig. Nee, da geht das richtig ab dort, weißt du? Mhm. Musst du auch mit im Dunkeln im Wald rumrennen, weißt du? Sonst siehst du manche paar Taschenlampen in den Häusern und sowas. Ganz schön übel. Deswegen gucke ich halt so gerne rum, weißt du, ob da irgendwelche sitzen im Busch oder sowas. Weil du siehst die Spieler absolut nicht, wenn du dich im Busch verkriegst, ne? Also 7 Bretter kann ich transportieren. Na gut, ich 10. Und habe normalerweise mehr, ich habe voll viel Krempel dabei. Ich habe ein Pimmelbrötchen bekommen. Nicht die Wurst verschlucken. Spuck meine Wurst wieder aus. Das hört sich falsch an. Ja, das gibt meine Wurst wieder her. Schluck sie nicht runter. Jetzt so, ich bin fertig. Mit den Brettern, erstmal die Räder. Mhm. So, voll, voll. Jupp. Oh, ich bin nicht mehr gläubig.
Das hat nicht mehr hingehauen. Dani, stehst du immer noch darum? Nein. Nein. Weil sonst könntest du ja hier was herbringen. Was wohin? Hm. Wohin bringen? Metallbänder und Nägel. Oder ich kann sie auch holen. Ich bin bloß langsam. Also ich bin immer noch dort, ne? Also ich bin immer noch dort. Ja, dann bete. Ich bete, wie ich noch nie zuvor gebetet habe. Oh, es ging. Bete heftiger. Ich habe heftig gebetet. Ich bin nach Hause gekehrt. Nägele und Metallbänderle. Metallbänder, 7, 8 Stück haben wir. Ja, die reichen ja gerade für beide Wegen. Nägel und Metallbänder kriegst du bei Beate Use Shop. Ja, hier vorne, vorm, ne? Haus, und ich bin bei der, beim Schreiner-Dings da. Bleib bei der Au hier. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. So. Ich hab 10, warte, da kann ich machen. 5. Also ich kann 5 Räder machen. Das heißt, ich brauche 5 Metallbänder. Mano! Mano! Ich war auf. Klopf, klopf, klopf. Hä? Ah. Ich brauche 5 Metallbänder und keine Ahnung. 50, 60, 70 Nägel oder so. Oder 80. Oha, so viele? 70 Nägel? Oh, so viel kann ich gar nicht tragen. Ja, dann muss ich dir was geben. Wie viele Bretter kannst du tragen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wie viel brauchst du jetzt? Brauchst du jetzt 70 oder 80? Gib mir 70. Kannst du 4 Bretter tragen? Ja. Ja, ja, gut. Dann probieren wir es halt mal. Okay, ich habe alles. Ach, machst du jetzt die Räder? Ja, du kannst ja auch welche machen. Ich habe dir jetzt gerade Ding gegeben, Bretter. Also ich kann jetzt 3 Räder machen. Ich habe noch Bretter drinne. Wenn ihr Bretter braucht. Ja, du kriegst jetzt gleich auch von mir die restlichen Metallbänder und Nägel, und dann kannst du ja auch Räder machen. Ja, ich konnte gerade ein Rad herstellen mit Brettern. Müssten 2 gehen. Ja? Ja. Ah, okay, geht. Gut. Weil's ja, guck, also, eins ich drei, also ich 3, du 2. Da sind wir bei 5, dann braucht man noch 3. Ein Rad, 2 Bretter. Wie viele Bretter hast du noch? Ich keins mehr. Nee, dann Männer. Ich hab 7. Noch voll damit. 7, also 6, perfekt, 3 Räder, dann haben wir sie voll. So, jetzt handle ich dich an. Ich hab aber noch, ein Metallband, ne? Ja, ich hab 2 noch. Ich hab aber keinen Platz, ne? Dann schieb mir, Wie viele Bretter brauche ich? 6 Bretter, ne? Ne, dann schieb du mir 2 Bretter rüber. Mhm. Hast du noch Nägel, Dani? Ja, ja. Dann gibst du ihm Nägel. So, und ich gebe dir das. So. Mhm. Hast du bekommen? Habe ich, danke dir. Ja. So. Was? Gib mir deine Nägel! Wie viel brauchst du denn? Brauchst du denn 111 bei mir? Brauchst du denn für ein Rad? 12 brauche, also 24. Aber ich denke, Nägel müssen ja sowieso noch in den Karren rein, oder?
Danke. Kann man dann ja gleich da rein verteilen. Hast du noch einen Metallband? Mal nicht. Okay. Erster Karren, sind alle Räder drin. Fehlen noch Metallbänder und Nägel. Ich glaube, da muss man Metallbänder noch. So, ein Rad ist gemacht. Ihr könnt auch ihr machen, gell? Ich habe ein Rad hergestellt, ein Rad kann ich nicht herstellen. Was? Nee, er ist. Warte, hä? Zwei müsstest du doch machen können. Nee, ich habe nur ein Metallband bekommen. Keins mehr gehabt. Du hast doch gesagt, du hast noch eins. Metallband? Nee, sie. Ja, ein Metallband habe ich noch. Gib mir das mal. Achso. Ja. Ja, brauchst du das? Ja, das habe ich so verstanden, dass er das braucht. Ich wusste ich nicht. Und ich habe so verstanden, du hättest ihm gegeben. Hast du es mir gegeben? Nee, nee, aber dann gebt euch. Gebt's euch. So. Nägel brauche, was braucht man noch? Metallbänder. 12 Stück. Hier sind zwei Räder. Hier sind. Nein, was habe ich getan? Wie viele Metallbänder braucht man? 12. Okay. Vielleicht muss ich jetzt nicht noch anfangen mit Schmelzen. 12. Was? 12 Metallbänder? Hm? 12. 12 mal 4 ist. Und 51 Nägel. Okay, reicht nicht. Egal. 48. Das reicht nicht. Wir haben noch 37. Eben hier ist schon alles drin, außer die Metallbänder. Irgendwie hier bei dem. Da und sowas. Ein Hartholzbrett fehlt noch. Ein Hartholzbrett hole ich mal schnell. Was alles? Ja, ist der auch nicht wieder mal reingekommen? Der hat bestimmt Angst gekriegt. So, jetzt ist alles weg. Jetzt müsste ich einschmelzen. Ja, so ein Scheiß. Ganz kurz ist so. Unser König lässt uns alleine. Hm? Ach, unser König lässt uns alleine. Hm. Ja, das sind halt Spiele hier, das sind halt groß komplexe Spiele, ne, wo du immer dabei sein musst. Ne? Mhm. Oh, da habe ich gut geguckt eben, ne? Ich den Typen da gesehen habe, der da rumrannte. Aha. Das ist halt mein Gaming-Blut, was ich habe in mir. Oh,
Da wird wahrscheinlich entweder arbeitet er oder was weiß ich. Oder ja. irgendwas dazwischen gekommen, kann ja auch sein. Er hat uns verkauft! Mit Haus und Hof. Wie ist denn das, wenn ich spreche, höre ich mich doppelt und wenn mein Männer spricht nicht, oder wie? Dich höre ich manchmal doppelt, nicht immer. Das ist der Baustil, den deine Mutti meinte mit dem Brunnen. Guck. Mhm. Aber wir machen das anders mit den Dings nach drinnen setzen, so wie man es. Hey. Mhm. Wir sollten langsam mal rumgucken, nicht dass da irgendwelche Leute irgendwas aufbauen. Aber noch eine halbe Stunde, aber trotzdem. Hey, halbe Stunde noch? Guck lieber nach dem Feld. Ja, schon auf dem Weg dahin. Autsch. Blau, 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 blau. Und noch was reif. Alles noch blau. Okay. Das müssen wir am meisten im Auge behalten. Ich hatte es eigentlich so gesehen, dass es hätte fertig sein müssen. Nee, eigentlich hatte ich nach der. Nicht während der. Oder vor der? Ach, ich weiß noch. Doch, davor. Was war eigentlich immer das hier? Was? Das, was Sie jetzt zum Beispiel hier oben sehen, mit dem langen Brett, mit diesen überdimensionalen großen Nägeln. Hä? Das immer darstellen soll, hier draußen am Tor. Hä? Ach so, was vorne vom Tor hängt. Das soll irgend so einen Baumstamm darstellen, den man runterwirft, wenn Belagerung ist. Ah, okay. Aber ist nur Deko. Das andere das soll so eine Art Schießschatten darstellen. Wahrscheinlich. Das offen ist. Ja. Nein! Hast du getan? Hast du getan? Nix. Raven kommt online. Was? Nein! Was hast du getan? Los, sag das. Nein, nix. Ich hab nur was daneben gesammelt. Eieiei. Und schon wieder. Oh je. Yeah. Musst du dich besser konzentrieren. Also 6 Hartholzbretzer. Was ist denn heute mit mir los, du? Ja, nicht nur mit dir, das Knochen. Nein, ach nee. Irgendwas ist heute. Echt. Hey, jetzt gleich runterkommen. Wir alle so schön guten Morgen. Morgen. Der nee. König. Prost. Nee. Bitte. Was brauchen wir als nächstes? Für die Karre, meinst du?
weil der Wagen ist ja jetzt soweit, sind die ja fertig. Den ersten kann man fertig bauen. Und der zweite, da fehlt ja dann jetzt auch nur noch die Metallbänder. Und was fehlt bei den nächsten Baustellen? Hallo. Schönen guten Morgen. Grüß Gott. Na, wie geht's? Moin moin. Ja, super alles. Das hört sich gut an. Wer ist dieser Reinhard von Astra? Keine Ahnung. Kommt der mir sagt, er kennt dich. Okay, kommt mir bekannt vor. Ist dann wahrscheinlich Marco. Wollte der irgendwas Bestimmtes? Er hat weder mit uns geschrieben, weil ich geschrieben habe, von wegen, wer bist du? Weil er hat geschrieben, Tizzo und zwei von Moorwach kennen mich auch. Okay, ja, ich bin mal kurz hoch. Bin sofort wieder da. Achso, warte mal kurz, Raven. Ja? Noch eine ganz wichtige Sache, der Gustav Winkenthal, der hat unsere Burg ausspioniert. Der ist ringsrum gelaufen, die Berge hoch. Und hat sich in der Nähe von Solins Tor dann ausgelockt. Gustav? Ja. Gustav Winkenthal oder wie der hieß. Sagt mir gerade gar nichts. Okay. Nur so zu Information. Den Channel vielleicht mal von den Steam-Account von dem Anarch gecheckt, wie der heißt? Habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht drauf geguckt. Also, was braucht man als nächstes für die nächsten Baustellen? Habt ihr geguckt? Nein, natürlich nicht. Der Chef kam rein, deswegen. Der ausgelockt ist, definitiv. Ja. Wir wissen das, ja. Ich wollte schon Bärenfalle hinlegen. Ich wollte gerade sagen, ich würde nicht nur eine machen, vielleicht so 3-4 Stück direkt in dem Umkreis. Aber da wollte ich halt auch warten, dass du da bist. Ja, müssen wir dann vielleicht jetzt noch, wir haben noch 20 Minuten Zeit, vielleicht jetzt nochmal schnell 5 Bärenfallen machen und die dann dahin legen. Ich habe 20 Stück gemacht. Perfekt. Rein Metallbänder. Nee, als nächstes hier Weichholz. Solange die Sonne noch scheint, da könnt ihr Weichholz holen gehen. So, ich bin kurz oben, bin sofort wieder da. Ja. Okay. Haben wir denn noch? Wir haben nicht mehr 4 Minuten, also wir sollten es langsam rüsten, ne? Und dann am besten kommt jeder dann mal gleich zu mir. Mhm. Gibt's was Leckeres? Gibt's was Leckeres? Ausrüstung. Gibt es. Mit Vitaminen. Ne, mit Schelle links, rechts. Aua. Okay. Also Mineralstoffe und Spurenelemente. Nee, da an dem Ding ist links und rechts eine Schelle dran. Was soll ich jetzt damit? Haben. Ja, wunderbar. Haben. Bin ja gut gelandet, ne? Haben sonst. Bin gut gelandet. Was? Bin gut gelandet. Ja. Voll auf der Latte gesprungen. Ach, nice. So, da bin ich. Ich auch wieder. Bibi. So, oh, dann jemand mir eine Heilung geben? Braucht ihr irgendwo eine Heilung? Nö. Halt, bleib mal stehen. Trieböcke habt ihr nicht noch gefunden irgendwo, die hier. Was? Wie? Trieböcke oder? Ich will gleich mal rumreiten und gucken, was los ist. Ich war noch nicht draußen. Außer ein bisschen Holz holen. Ich wollte jetzt auch wieder umlaufen. Torhall, machst du das Loch gleich mal zu hier? Habt ihr noch was genau, was da rein muss? Nein. Mein Herz. Könnt ihr ein bisschen Weichholz noch holen gehen? Aber wenn du machst mit dem Pferd. Bevor es dunkel wird. Ja, kann ich gleich noch versuchen. Ich schnapp mich nur schnell mein Pferd, dann gehe ich los. Denke dran, die Falle müssen wir auch noch auslegen für den Typen da, ne?
Ich sehe halt dieses Plateau hier oben als echt angriffsstark, weil ist nicht weit von der Mauer entfernt. Hier hat irgendeiner schon planiert. Wo? Hier direkt am Steinbruch. Und hier ist halt Stein, den man mit der Schaufel abgraben kann. Ne? Hier sind 1, 2, 3, 6, 7, 8 Kacheln planiert. Ach, das waren wir. Direkt vor eurem Haus. Also hier kann ich perfekt einen Triebock hinstellen und quasi von hier aus feuern, weil hier ist die Munition unterm Triebock. So, unsere Reichtümer sind vergraben. Wie gesagt, da wo du gerade bist, hier oben, wo der obere Eingang ist bei uns, da war der Typ und hat hier alles abgeguckt. Und dann lief der Richtung Soden rüber. Okay. Ja, weil wenn er hier ist, dann kann er wirklich gut. Also wenn er das hier gesehen hat. Also ich würde einen Triebock hier aufstellen, wenn ich angreifen würde. Sagen wir so. Ach so, da wo du gerade stehst, ne? Ja. Warum ist das alles so planiert hier? Hab ich mich vorhin schon gefragt. Ich grab das jetzt einfach mal um. Ich meine, viel kannst du sowieso nicht umgraben, aber... Ich reib mal kurz ringsherum, ne? Ja. Ich stell da auch mal gleich die Fallen auf, drüben bei dem Typen da. Und ich lasse das wieder so rein und laufen. Ich hab 5 Stück einstecken. Hast du auch welche, oder was? Ja, Thor hat mir welche gegeben. Ich hab auch 3 Stück. Ja, dann lege ich meine Fallen doch direkt hier hin. Da wird keiner kommen. Oder hört ihr mich nicht? Doch. Das da oben war Dani und ich. Wir haben das planiert. Ja, aber das ist schlecht, weil hier ist wirklich dann... Ne, also, das ist wirklich ein guter Punkt zum Angreifen. Ja. Seht dich. War hier in etwa gewesen, ne? Ja. Hallo? Guten Abend zusammen. Guten Abend. Guten Abend. Na, was geht? Oh, so einiges. Ja. Vor allem alles, was ist. Ja, das ist richtig.